bin dem Aufsichtsrat dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen. Es ist mir ein persönliches Anliegen, alles zu tun, damit die Vorgänge restlos aufgeklärt werden. Der Aufsichtsrat und sein Vorsitzender stehen in einer besonderen Verantwortung. Ich bin mir dieser Verantwortung bewusst. Ich will und ich werde meinen Beitrag leisten, damit das Vertrauen von Kunden, Öffentlichkeit, Anlegern und Geschäftspartnern in Volkswagen wieder wachsen kann. Und ich sehe es als meine Kernaufgabe an, meinen Teil beizutragen, dass der Volkswagen-Konzern in eine erfolgreiche Zukunft blicken kann. Auch die heutige Sitzung hat gezeigt, dass alle Mitglieder des Aufsichtsrats die Aufgabe der Aufklärung sehr ernst nehmen. Herr Dr. Porsche hat den Vorsitz des Ausschusses übernommen, der die Aufklärungsarbeiten eng begleiten und koordinieren wird. Dafür danken wir ihm sehr. Die amerikanische Rechtsanwaltskanzlei Jones Day arbeitet bereits sehr intensiv an der Aufarbeitung der Vorgänge. Aufklärung und Transparenz gehören untrennbar zusammen. Die Öffentlichkeit und allen voran unsere Kunden haben ein Recht darauf, umfassend informiert zu sein. Mit Mutmaßungen oder vagen vorläufigen Sachständen ist aber niemandem gedient. Deshalb wird es noch einige Zeit dauern, bis gesicherte und belastbare Ergebnisse vorliegen und wir sie umfassend informieren können. Meine Damen und Herren, vor dem Volkswagen-Konzern liegen große Herausforderungen. Wir müssen die aktuelle Krise bewältigen. Wir müssen aber auch dafür Sorge tragen, dass sich der Volkswagen-Konzern erfolgreich weiterentwickeln kann. Und das in einer Industrie, die sich so schnell und fundamental verändert wie nie zuvor. Als jemand, der dieses Unternehmen seit vielen Jahren kennt, bin ich überzeugt, Aufsichtsrat, Vorstand und Belegschaft können das gemeinsam bewältigen. Der Volkswagen-Konzern verfügt unverändert über viele Stärken, allen voran unsere großartigen Fahrzeuge und eine Belegschaft, die darauf zu Recht stolz ist. Dieser Konzern braucht aber auch Veränderungen bei Strukturen, in den Entscheidungsprozessen und in der Zusammenarbeit. Darin sind sich alle Beteiligten einig. Das gehen wir gemeinsam an und deshalb kann und wird Volkswagen gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgehen.